ich melde mich aus, beziehungsweise jetzt vor dem Metro-Kino hier in Wien im ersten Bezirk, wo 50 Jahre Lisa-Film gefeiert wird und unser größter, einer der größten österreichischen Filmproduzenten Karl Spies. Karl Spies hat so viele Klassiker mit Lisa-Film gedreht, unter anderem, das ist sicher jedem bekannt, Ein Schloss am Wörthersee oder zum Beispiel Agathe will's wissen, Das Traumhotel oder zum Beispiel der Film Die Supernasen mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk, und das ist auch der Film, der heute gezeigt wird, erstmals um 21.15 Uhr. Wenn Sie in dieses Wörthersee-Feeling eintauchen wollen, von 26. heute bis am 4. Oktober können Sie das hier im Metro-Kino machen. Ganz unter dem Motto Wörthersee und Exploitation. Wenn Sie sich jetzt fragen, was bedeutet Exploitation, es wurde uns auf der Pressekonferenz erklärt, und zwar heißt das die Übernahme von Strukturen aus Trends, die en vogue waren. Das heißt, man hat wirklich von den verschiedensten Filmgenres und auch von der USA Sachen übernommen und die in einem Film dann gemixt. Und dann sind solche Sachen rausgekommen, wie zum Beispiel Die Supernasen mit Thomas Gottschalk. Ja, und der wirklich sehr bekannte und erfolgreiche österreichische Filmproduzent Karl Spies sagt ja, es gibt nur zwei wichtige Genres, und das ist Hollywood und Wörthersee. Wir haben jetzt dann auch noch bei unseren Stars und Schauspielern hier in Österreich nachgefragt, wie emotional das für sie ist, dass sie die Klassiker wieder sehen, beziehungsweise wie ihnen das gefällt, dass Action und diese ganzen Special Effects irgendwie nach hinten verdrängt werden und die Jugend sich wieder für diese Klassiker interessiert. Ich habe sehr große Erinnerungen daran, ich kenne den Karl Spies und die Angelika, die leider heute nicht da sein kann, schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, es ist mehr als 50 Jahre her, als ich den Karl Spies am Wörthersee kennengelernt habe. Da war ich ein ganz junges Mädchen, und das waren so seine ersten Filme, dann auch so Black and White am Wörthersee mit der Hannelore Auer und diese ganzen schönen Filme. Eigentlich für damals wahnsinnig schöne Filme, Musikfilme und alles. Und ich habe seine Filme immer gerne angeschaut und ich mag ihn persönlich sehr gerne. Er ist ein großartiger Mensch. Er war immer ein Vater für seine Darsteller, ein großzügiger, liebevoller Filmproduzent, der geschätzt hat, was die Leute für ihn machen und er für sie tun kann. Nein, ich habe mit Lisa Film viel gedreht. Ich habe Liebe, Lüge, Leidenschaft, den Mehrteiler gespielt. Ich habe Eine Insel zum Träumen und Bei der Lisa Film habe ich nie gedreht. Ich habe bei der Mona-Film, glaube ich, also das gehört ja hier alles zusammen, da habe ich gedreht. Mein Vater hat allerdings die Klinik unter Palmen, also wir haben schon viele Erinnerungen und gute Verbindungen, dank Karl Spies. Na klar, kenne ich die Filme, ich bin ein riesengroßer Fan davon, sogar vor Dancing, das habe ich mir immer wieder gern angeschaut. Einmal danke fürs Kompliment, dass ich so jung bin ich nicht mehr, aber ich bin ein riesengroßer Fan vom Otto, Karl Spies und Thomas Gottschalk auch klarerweise. Die wir zu unserem Publikum entwickelt haben, die muss etwas wert sein. Ich werde nie vergessen, wie wir auf dem Marktplatz, das war glaube ich dann in Essen, die Premiere fand, wo wir mit so einem Steiger, die waren so, mit so einem Kran über die Massen geschwebt sind, Mike und ich, da waren wirklich, das ist auch keine in der Rückbesinnung überstrahlte Wirklichkeit, sondern das war so. Ja, das, für mich ist das nicht so älter. Weil ich ja ununterbrochen mit diesen Filmen zu tun habe. Ja, das Einzige, was älter wird, werde ich. Meine Kinder sagen immer, Papa, hast wirklich du da alles mitgemacht? Sage ich, ja, das habe ich alles mitverbrochen oder mitgemacht. Aber wenn ich es natürlich heute so sehe, dann bin ich gleich stolz, wie jetzt der Thomas Gottschalk gesagt hat. Wir haben uns ja für nichts, fast nichts zu schämen. Und ein paar Sachen waren gut, ein paar Sachen waren nicht so gut. Aber das ist wie in der Schule bei einem Aufsatz. Ein paar misslingen und ein paar werden gut.